Moin Moin! Hi Leute, wir sind's wieder, Lena und Seth. Und Lena hier on Tour. Und wir spielen heute Sims, aber mit einem kleinen Extra. Wir haben nämlich das Star Wars Pack. Klar, die Gönjamin-Wochen sind ja nochmal verlängert worden. Da habe ich gedacht, komm, pack ein. Seth ist ja ein großer Star Wars-Fan. Das heißt, wir kennen uns jetzt auch ein bisschen aus in Star Wars. Wir hätten die ganzen Teile nochmal gucken sollen. Das ist relativ neu, hier diese Star Wars Erweiterung. Ich weiß überhaupt gar nicht, worum es da geht. Soll. Wenn ihr das mal liest hier, was ihr jetzt am Bildschirm seht, dann klingt das eher wie so ein Abenteuer-Game. Ich weiß gar nicht, wie das aufgebaut ist oder wie das da reinpasst. Wir haben uns jetzt einfach gesagt, hey, lass mal reinstarten. So, und lass uns einfach mal die ersten Eindrücke so zeigen, weil wir haben noch gar keinen Plan. Okay, cool. Was kann man hier machen? Also auf jeden Fall sieht man ja schon, dass man mehr Kleidung hat. Wir können uns entsprechend anziehen. Aber wir haben uns ja letztes Mal erst das neu stimmt. eingekleidet. Ah, toll, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Nein, machen wir. Nein, nein, nein. Wir werden keine Hörner haben. Oh, die sieht süß aus. Ich bin das hier, okay? Nein, bitte nicht. Dann möchte ich dich nicht mehr küssen. Nein. Sehr geil. Nein, 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 nein. Du besitzt dieses Pack bereits. Ja, wie können wir das jetzt spielen? Neues Spiel? Spielladen? Wir können ein neues Spiel machen. Ja, wir können ein neues Spiel machen. Und dann einfach mal gucken, was wir auswählen können. Wir erstellen nur irgendwie einen. Ganz schnell mal. Ja. Okay. Say what? Okay, diesen Charakter haben wir jetzt bekommen. Möchtest du daran irgendetwas ändern? Zum Beispiel die Frisur, Servi. Nein, 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 das ist alles perfekt. Aber die Frage ist, enthält neue Objekte? Ja, wir haben das tatsächlich. Das gibt mir ja Jacob-Vibes. Er öffnet ganz neue Möglichkeiten. Ach. Oh mein Gott! Zieht euch das mal rein. Nein. Das ist auch nicht neu, ne? Als da, wo ein Stern dran ist, glaube ich. Ich will das Gesicht sehen. Nein, ich will nicht so creepy people. Warum nicht? Keine der will ich creepy sein. People. Ich will, dass wir jetzt Nein. der sind. Ich will, dass wir der nicht sind. Und der? Nein. Was ist denn hier mit so einem Turban-Dingens? Ich glaube, das war's. Das war's erstmal schon. Willst du ihn jetzt einfach so einkleiden, damit man seine komische Frisur nicht sieht? Oder was war jetzt? Ach, stimmt, der hat ja da die Haare drunter. Ja, der hat die Haare da drunter. Wollen wir das überhaupt so? Was sollen wir machen? Girl. Wollen wir mal einen Dunkelhäutigen spielen? Also einfach wegen der Abwechslung. Ja! Mach dem Sommersprossen. Sommersprossen? Ja, das ist doch adorable. Okay, er ist cute. Der ist so ein Cutie. So wie wir. Wo sind denn Haare? Da das zweite. Das drücke ich, zeige ich schon zum fünften drück Mal. Drücke ich schon drauf und dem Bildschirm ist ganz fettig. Ja, da macht das hier. Oder das da. Onkel kurz. Frank. Mach doch bitte die Haare einfach so, wie ich das sage. Wie denn? Außerdem sehen wir die Haare eh nicht. Ja, das ist deine Show. Oh Gott. Oh mein Gott. No. Don't do that. Nein, nicht so eine Dr. Phil-Frisur. Hier. So, ne? Ja. Nein, bitte nicht so eine. Ja, whatever. Sieht so aus wie Kanye West. Ja gut, wir nehmen den einfach so. Das ist mir doch schnurz, wie der aussieht. Ich will jetzt endlich losspielen. Oder willst du ihm jetzt ein kleines Star Wars Outfit verpassen? Irgendwie, ja, naja, wenn wir schon mal hier sind und das spielen. Na, dann geh doch in die Klamotten. Ja, geh ich doch jetzt. Und das Blaue? Ja, das sieht doch super aus. Ja, ne? Ja. Oh, warte mal, es gibt komplette Outfits. Ja. Nein. Uff. Nein, der arbeitet nicht auf so einem Schiff. Der ist unabhängig. Okay, ja. Dobby ist ein freier Elf. Oh mein Gott. Ja, sowas in der Art. Nicht sowas Schwarzes. Nein. Du bist doch hier Adam Driver Fan. Ja, aber ich möchte den nicht spielen. Ich bin nicht auf der dunklen Seite. Oh Gott, Mary Poppins. Das sieht wirklich aus wie Dobby, sorry. Das ist doch gar nicht mal so übel, komm. Damit kommst du auch hier bei den Mädels sehr gut an. Los, wir brauchen noch irgendeine Kopfbedeckung. So nackig will ich den vielleicht nicht. Die Häkelmütze. Nee, irgendwas Star Wars-mäßig, was nicht das ist. Die Star Wars-bekannte Häkelmütze. Wie wär's denn mit so einem Helm von den Rebellen da oder so? Nee, nicht den. Da sehe ich doch dein Gesicht nicht mehr. Nein, ich will nicht Boba Fett. Nein, ich will dem auch nicht so eine Hörner einsetzen. Das passt überhaupt nicht, aber egal. Und wo ist jetzt mein Laserschwert? Das musst du dir noch erkämpfen. Ach so. Was ist denn so ein Star Wars-Name? Ken Vandar oder irgendwie sowas. Ken Vandar. Weiß ich nicht, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Du bist doch hier der Star Wars-Experte. Naja. Okay, gehen wir die mal in die Frage Wüste. Ist jetzt, schicken ihn gleich in die Wüste. Wir schicken ihn gleich nach, wie hieß der Planet noch? Da, wo Anakin her ist. Tatooine. Die Sache ist, wie kommt man jetzt irgendwie in so eine Star Wars-Welt? Ja, das frage ich mich. Das verstehe ich nicht. Wir wollen einfach mal gucken, was es. Was es Neues kann. Gibt, genau. Wenn du bereit bist, nach Batuu zu reisen, wähle auf dein Telefon, wähle Menü Reisen, die Option Urlaub nehmen. Ja, ja, genau. Und dann Batuu. Genau. Und die Karte nach Batuu. Pass auf, jetzt kommt's, glaube ich. Oh ja!
Hier, wir haben es gefunden. Oh, meine Güte, Alter. Boah, zieh dir das rein. Heftig. Lager des Widerstands. Oh mein Gott. Bezirk der ersten Ordnung. Ach du Scheiße, jetzt können wir halt... Können wir jetzt wählen, so wie wir uns jetzt irgendwie anschließen oder so? Ja, ich glaube schon. Das ist ja sick. Ich gehe mal dahin, Außen oder? Außenposten. Wir gehen dahin, wo der Millennium-Falken ist. Ja, oder halt im Lager des Widerstands. Ich weiß ja, aber hier ist vielleicht mehr los. Keine Ahnung. Vor allem liegen die direkt nebeneinander. So stupid. Realistisch, realistisch. Auf Batuu verwendest du eine andere Währung, die galaktischen Kredits. Und ein besonderes Inventar. Keine Sorge, deine Simoleons und deine Inventarinhalte sind zu Hause sicher. Sieh dir zu Beginn Karriereleiste für deine erste Mission an, um einen Einstieg zu finden. Okay, oh, nice. Das heißt, wir haben kein Geld? Irk. Tja, das ist halt und die Cheats funktionieren nicht. Batuu Outfit im Unterschlupfplan. Yo, wo geht er hin? Weiß ich nicht. Was machen wir, wenn wir auf Toilette müssen? Ja, hab ich auch schon mal. What? Okay, wir müssen, glaube ich, erstmal irgendwie eine Unterkunft. Oh, hier, mein Ruf. Ah, da kann man das steigern. Je nachdem, wo man halt irgendwie Anklang finden möchte. Nice. Okay, let's see. So, hier sind unsere Aufgaben. Willkommen auf Batuu. Outfit im Unterschlupfplan, im Unterschlupf auffrischen, Essen bei Docking Bay 7 bestellen. Die Frage ist, wo haben wir jetzt hier unseren Unterschlupf? Ist das festgelegt oder müssen wir das irgendwie wählen? Hacken üben, ja. Mach mal, üb mal was. Ich weiß nicht, kriegt ihr dann so Hackerfähigkeiten oder so? Stimmt. Das wird uns dann bestimmt irgendwie so bei Missionen helfen. So. Ja, genau. Weil wir nämlich auch mit Spices Guck handeln. Guck mal, was hier sitzt. Stell dich doch erstmal vor. Okay. Nee, wir gehen weg. Hat ja gut geklappt. Wir sind ein soziales Genie quasi. Dank seiner neuen Programmierfähigkeit kann er jetzt Hacken und Programmieren üben. Je höher Fähigkeiten er wird, desto mehr Möglichkeiten zum Hacken werden freigeschaltet. Irgendwie fühle ich mich unwohl dadurch, dass der Typ mit seiner krassen Pistole da hinter uns weiß steht. Weiß ich auch nicht, der wird das auch üben. Der wartet jetzt, weiß ich nicht, also bis er dran ist. Ja, geh mal da an die Bar. Ist das dieses Nummer 7-Dingens? Ja, bestimmt. Docking Bay 7? Mustafarianische Lavarolle. Oh, nice. Außenposten Popcorn-Mix. Rising Moons Overnight Müsli. Oh ja. Komm, wir gönnen ihm. Wir gönnen ihm. Gute die Dynamin Wochen laufen ja gerade noch. Gute Kohlenhydrate und andere Sachen. Aus dem Weg! Wow, ihr habt da mal was vorbereitet. Oh, mit Kiwi, Alter. Das kennt ihr ja auch. Und Sternfrucht. Nice, das sieht richtig gut aus. Guck mal, der könnten wir sein. So schön wäre das. Nein, möchte ich aber nicht. Können wir uns jetzt mal unterhalten mit den Leuten? Wir müssen irgendwie Kontakte knüpfen. Nichts mit Tentakeln? Ich will jetzt endlich... Ja, aber der ist doch gerade. Der ist doch Sachen. Na und? Da kommt, nee, da kommt jetzt ein Schnitt. Da kann er nicht bei Essen, oder? Und dann sind wir mit Essen fertig und dann unterhalten wir uns mit Leuten. Lockere Unterhaltung, da startet eine. Siehst du? Wenn man nämlich nicht drauf aufpasst, dann macht er einfach. Dann macht er das selber. Ja. Guck mal, die ganzen Mädels. Ich hoffe, das gilt nur für Unterhaltung, nicht fürs Pinkeln oder keine Ahnung was. Doch, vielleicht auch. Vielleicht ist das die falsche Bar. Richtig? Willst du mich rollen? Wir gehen jetzt einfach überall hin und essen Sachen. Weil wir keine Ahnung haben, wo was ist. Essen bei Docking Bay 7. Nein, das ist hier. Wir essen im falschen Laden Müsli. Ach, Mann, verdammt nochmal. Wir essen einfach gleich nochmal. Er ist ja ein Genießer. Lass das stehen und bezahl das nicht. So nämlich. Lang dran. Ach, das ist Ogas Kantine. Ach Mensch, was weiß ich. Ich bin neu hier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er macht. Oh nein, mein das Gott. Ist, oh, warte mal. Da werden wir jetzt hingebeamt, ne? Oder? Ich weiß krass. Nicht. Vielleicht ist es so eine kleine neue Welt. Gebratene endorianische Tippje. Hört sich köstlich an, auf jeden Fall. Ist arschteuer, oh mein Gott. Komm, wir holen Popcorn, das kostet nichts. Okay, ist klar. Was ist ich? Wir essen. Hat gelernt, wie man Rising Moons Overnight Müsli zubereitet. Klar, der kriegt das und weiß, wie es funktioniert. Geht mir auch immer so. Seit ich in Restaurants war, muss ich nie wieder dort bestellen. Nee, ist richtig. Unterschlupf auffrischen. Das sind aber wirklich plus 3 unserer Tagesaufgaben. Komm, wir machen das mal. Unterschlupf befindet sich gegenüber von Savvy's Workshop in Black Spire Außenposten. Klicke auf das markierte Gebäude und wähle Batuu Outfit Plan. Was ah, hier ist das Outfit. Ah, Outfit Plan. Jesus. Oh mein Gott. What? Besuche Savvy's Workshop. Oh, ach so. Aber wir haben ja auch eigentlich unser Outfit schon geplant. Eigentlich schon. Komm, das ist doch perfekt. Auffrischen. Was auch immer. Einmal kurz einen Schwapp Wasser in die Achseln und dann geht's weiter voran. Und dann werden hier die Mädels abgeschleppt. Gleich wie viele Tentakel die auch haben. Guck mal, wie cool wir sein könnten. Nein, ich will diese Person nicht sein. Okay, oh, warte mal, wir haben neue Aufgaben. Nach Widerstand fragen, nach der ersten Ordnung fragen, nach Schurken fragen. Oh, jetzt müssen wir mit Leuten quatschen. Dreimal jetzt. Lena, deine Zeit ist gekommen. Yes. Los, ab in die Bar nochmal zu den Mädels. Was macht der da also? Scan. Er scannt das jetzt. Er spielt am Fußballspiel. Komm, der soll mich nicht verarschen. Nein, der Football scannt Manager. Das. Ah, da bekommt man Infos, wenn man sowas scannt. Er hat nicht so viel Spaß. Schubt die weg.
Die reden über Autos. Die wissen gar nicht, was das ist. Frag mal das blaue Mädchen da nach dem Widerstand. Vordrängelt. Er ist übelst aggro. Hunde würde gern mit dir sprechen. Du findest ihn in Ogas Kantina. Wenn du dich bereits mit dem Widerstand oder der ersten Ordnung verbündet hast, ist das kein Problem. Du kannst trotzdem für ihn arbeiten. Oh, geil. Wenn es Kredit zu verdienen gibt, handelt er alle gleich. Es ist halt quasi wie so ein Semi-Open-World-Rollenspiel, oder? Mhm. Kann ich den nach Widerstand fragen? Oh ja, das macht Sinn. Warte mal. Ach so, nee, macht das einfach nur Sinn. Wieso? Was haben Sie damit zu tun? Nichts, ich bin nur hier, um Popcorn zu essen. Wie jeder. Kostet halt nichts. Einfach, ciao. Das war ein ganz eindeutiges. Das ist cool, dass man sozusagen irgendwie so eine Seite wählen kann. Wer ist jetzt Oga? Ist das hier der Dance-Bruder hier? Alter, zieh dir rein. Ist das Oda? Honda? Ja, Hondo. Honda ist das Auto. Schurken fragen nach Widerstand. Ja, wir müssen nach Schurken fragen und nach Widerstand fragen. Das ist eine Frau, offensichtlich. Wir müssen trotzdem alles abfragen. Die hat da Hörner, die willst du gar nicht. Der DJ. Wir müssen unbedingt Spaß machen. Ja, ich mach doch schon lustig. Hier Unfug treiben. Mit Handschocker reinlegen. Backpfeife geben. Ich weiß, vielleicht hätte er daran Spaß. Ich kenne ihn ja noch nicht. Wir haben jetzt die Schämfähigkeit, aber... Ey, das hat Spaß gemacht. Komm, das war richtig fun. Okay, los, wir schocken hier nochmal. Schmutzigen Witz erzähl. Polizistenwitz. Ja, Polizistenwitz. Das ist so dumm. Okay, guck mal, tanzen. Tanzen bringt's. Hey, DJ, bin mal was von David Guetta. Ich belästige dir jetzt mit meinen politischen Fragen. Los. Mein politischen... Naja. Ja, cool. Aber wo finden wir jetzt hier Dings? Wo finden wir jetzt Hondo. Diesen Hondo? Hondo, du alte Sau. Bist geboren, um Aufgaben zu geben. Du Luder. Das sind alle schon unsere Freunde. Ich raste aus. Jinan. Aber Hondo kennen wir noch nicht. Also wir haben uns jetzt auch quasi noch nirgendwem angeschlossen. Glückwunsch. Oh, Abschluss der ersten Mission. Kannst du nur auskennen, solltest du Nachbarschaften erkunden, indem du deinem Telefon auf Reisen klickst. Neue Missionen erhältst du von den Sims mit einem Fraktionssymbol über den Kopf. Verbessere weiter deinen Ruf bei den drei Fraktionen, um neue Möglichkeiten auf Batuu freizuschalten. Sick! Yes. Reisen. Sind wir jetzt erstmal nach Hause wieder? Oder was machen wir jetzt? Ein Sim, der okay ist, fühlt sich allgemein wohl in seiner Haut. Ach, was du nicht sagst. Das, ja, wir können ja mal hier zum Lager des Widerstands, oder? Oh, yes. Eben, können wir den adoptieren? Können ach, wir den? Weiß ich nicht. Der lädt da. Der sieht aus wie ein Mülleimer. Tesla. Ich glaube, da kriegen wir bloß Infos. Können wir uns mit dem anfreunden? Mit dem? Kann das unser BB-8 werden? Kann das unser Kühlschrank sein? Eine kleine Minibar zum Mitreißen? Ja. Sind überall nur Kanonen und so. Okay. Das ist ein Kriegslager. Da, wir wollten doch zu... Von der redet er immer. Von dem Mädel mit den grünen Haaren. Wie Muradi? Weiß ich nicht, aber von der hat er immer so ein Bild. Wenn er mit anderen Leuten redet. Ist es nicht in... Ayo! Es geht. Bin neu hier. Cool, bist du ein Verräter? Ich träume nee. Von dir. Über die Macht reden. Ja, rede mit ihr über die Macht. Redet über Macht, CDs. Die Macht des Beats. Ja, wahrscheinlich ist er so ein... Einheizen. Oh mein Gott. Ja, heiz sie ein. Gott. Oh Gott, wirklich? He's into it. Yeah. Die hat schon lange keinen Fun mehr gehabt. Leute mit Fraktionssymbolen über dem Kopf haben Aufgaben für uns. Allerdings... Aber hier sind keine. Nein. Scheinbar nicht. Wir gucken mal bei der ersten Ordnung. Einfach nur mal just for fun. Mhm. Weil wir da noch nicht waren. Hier, der zum Beispiel. Der zum Beispiel hat ein Fraktionssymbol. Ach, hast du wieder schon mal bitten, Mission zu sehen. Ja, voll frei. Genau, und dann gehen wir zu denen. Einfach so ein random Quatschkopf aus der Wüste. Eyo. Was geht? Ich bin von der Erde, da gibt's auch so Sand, also... Ich war eben gerade bei euren Gegnern. Die sind da direkt 2 Meter weg. By the way. Moin Meister. Okay, ich vertraue darauf, dass du unsere Zukunftsvision für den Black Spire Außenposten verbreiten wirst. Die Einheimischen müssen verstehen, dass alles, was wir tun, zu ihrem eigenen Wohle geschieht. Es liegt in ihrem Interesse, mit uns zu kooperieren. Erstatte mir Bericht, nachdem du mit den Einheimischen gesprochen hast. Okay. Machen wir das jetzt? Erste Ordnung wieder. Propaganda der ersten Ordnung verbreiten. Nö, das wird Propaganda aber bei, ist nicht so mein das Ding. Das wird aber bei Dings nicht... Naja, wir haben das jetzt aber angenommen. Shit. Sprich mit Personen auf Batuu, die nicht der ersten Ordnung angehören und führe die Interaktion Propaganda der ersten Ordnung verbreiten.
So, hier, willst du den Flyer? Ja, den und da steht, willst du, oder? Alle Rebellen sind scheiße. Lol. Ach, ein Blumenbeet. Ach so, nee, auf der Bank. Oh, unser kleiner Sim. Vielleicht sollten wir mal nach Hause. Hallo, Mama. Das kann man halt nebenbei machen. Das ist so cool. Das kann man, kannst du dann das Leben quasi irgendwie integrieren. Immer an deinem freien Tag fährst du nach Batuu. Ja, klar. Erstmal quer durch die Galaxis fliegen und Propaganda verbreiten. Und sonst arbeitest du halt als Mechaniker oder was gar dein Job Bock. Ist. Gar keinen Bock. Ah, das ist Hondo. Fuck. Geiler Typ. Die Brille. Ey, yo. Ich frage mich, was Hondo dazu ich sagt, dass der du jetzt der politische Gegner. Ja, genau. Sitzt da in der Bar, dein politischer Gegner, die neben dir. Ich werde die ganze Bar auch noch Bar-Aktivitäten, Bar-Fähigkeiten sammeln. Mixer-Fähigkeiten. Ja, mein meinst doch. Du, dass das ja, ist? Versuch das mal. Oh, guck mal hier, neue potenzielle Opfer. Ach, du meinst, er hat DJ-Mixer-Fähigkeiten? Ich hätte jetzt gedacht, Getränke-Mixer-Fähigkeiten. Oh, nee, keine Ahnung. Die haben auch mega coole Flugzeuge. Ja, verstehe. Uff, noch mehr Erste Ordnung Propaganda. Daher sind einige wertvolle Minuten meines Lebens, die ich nie zurückbekomme. Yes. Yes, Queen. Vergraulen that die auch alle. Back. Slay. Ja, ja. Naja, es ist einfach die falsche Seite, würde ich sagen. Haben wir jetzt unsere Mission erfüllt schon? Nee, wir müssen ihm noch Lieutenant Agnon, müssen ihm noch Bericht erstatten. Oh, du bist ja übelst schnell gewesen mit der Propaganda. Ja, Bericht erstatten. Die haben dir die Flugblätter nur so aus der Hand gerissen. Ja. Also fast. Ich bin ein richtiges Maskottchen. Ich muss in so ein Plüsch-Sturmtruppenkostüm dann tanzen vor ihrer Bar. Da, guck, wir haben Geld. Oh, 200. Erstordnung Ruf. Geil. Sprich mit bei der Frachthalle der ersten Ordnung in der nächsten Mission. Cool. Ja, so weiter geht das. So kann man halt hier für dieses Land irgendwie Währung bekommen. Oh, der muss mega pinkeln. Ich weiß überhaupt nicht, wo. Ich habe keine Ahnung, wo die Toilette ist. Haben die? Ja, das war cool. Ich werde mich mal am besten für nächstes Mal informieren, wie man Lichtschwerter baut oder so. Ja. Da braucht man diese Kristalle. Bestimmt. Also es hieß irgendwie, man braucht halt verschiedene Teile und dann kann man das machen. Aber was das jetzt genau bedeutet? Wo man die abbaut oder klaut man die Leute? Vielleicht verdient man das bei Missionen oder irgendwie sowas im Einzelnen. Keine Ahnung. Ja, wir werden es herausfinden, denn wir haben jetzt das Star Wars Pack. Yes. Hell yeah. Bis Weihnachten haben wir das bestimmt hingekriegt, irgendwie mal ein Lichtschwert zu erstellen. Yes. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Genau. Lasst natürlich gerne ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis Dankeschön, dann. Haut rein. Ciao.